Hey Leutchen. Und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen Cyberpunk. Und wir möchten mal uns zu ihr begeben. Wir hatten noch irgendeine andere Mission, aber. Die machen wir dann ein anderes Mal. Ich weiß gerade nicht, was für ein das noch war. Kommst du zurück? Gehen wir auf den Fußweg. Wo fährt das hin? Statt näher zu kommen, entfernt sich das von uns. Okay, es kommt wieder näher. Ah, es macht einfach die Runde rum. Dann da schau eine an. Was geht? Genau. Die Mission hat schon ein bisschen angefangen. Ja, deswegen stand ich da, wo ich jetzt gestanden habe. Von der Erbin haben wir da die Einladung bekommen, zu ihr zu kommen, um mit ihr darüber zu reden. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Haben wir hier noch? Da gibt es Schwerter, da gibt es Reaper. Na, da fehlt uns auch ein bisschen die Fähigkeit. Deswegen lassen wir das mal außen vor. Oh, halt. Wir haben hier neue Waffen selbst hergestellt. So, zack. Wir testen die mal. Hilfe! Polizei! Das ging aber gut. Nö, die sind gut. Liegt da noch was? Das war's jetzt. Nur mal testen, wie so funktionieren. Gibt's noch eine passende Pistole dazu? Auch selbst hergestellt? Ja. Ich würde gleich mal gucken, ganz eben. Zack, zack, zack. Nein, hier war's. Technische Fähigkeit. Was ist hier? Okay. Gut. Oh nein, kein Unfall bauen. Hier sind wir, glaube ich, noch nie lang gefahren. Oder? Nee, ich dachte nicht. Wir haben hier noch ganz viele Autos zum Kaufen, aber interessiert mich gerade nicht so recht. Warum wollte ich Geld sparen? Für irgendwelche Implantate, glaube ich. Der Rest ist nicht so interessant momentan für mich. Das war uns ein bisschen gerecht. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwann auf die Füße fällt. Reisen können. Okay. Okay, dann machen wir das später. Denn... noch irgendwas? Okay, was haben wir denn noch so zu tun? Was haben wir denn hier? Ach so, stimmt, das wollte Johnny machen.
Dann machen wir mal die hier. Und die lassen wir außen vor. Die machen wir erstmal nicht und erledigen hier noch so ein bisschen Kram. Halt, ich glaube, wir können auch schnell reißen. Raus, einmal rein. Und wir wollen hier in. Machen wir die nicht? Denn da würde ich noch ein bisschen so anderen Kram machen. Ich weiß nicht, ob das dann so die letzte Mission ist. Das wäre dann sehr abrupt gehen. So. Komm zurück, Junge. Also, bereit. Rogue müsste gleich hier sein. Du willst also die Schultour fahren? Gefallen einfach? Sie schön daran erinnern, dass sie mich im Saka Tower hat hängen lassen. Erstens dachte sie, ich bin tot. Und zweitens würde ich ihr sowas nie antun. Muss ich also gar nicht. Dein unwiderstehlicher Charme wird ausreichen. Rogue hat noch nie Nein zu mir gesagt. Nicht einmal. Okay, nochmal. Du redest mit Rogue nur über Smasher, ja? Dann kriege ich das Steuer zurück und du wechselst zur Beifahrerseite? Das ist der Plan. Keine Sorge, ich bin vorsichtig. Gefällt dir vielleicht sogar. Eigentlich bereue ich es jetzt schon. Okay, bin bereit. Wird auch endlich Zeit. Du siehst irgendwie anders aus. Neue Frisur oder so? Schön, wieder da zu sein. Du warst ja nicht lange. Was darf sein? Tequila Old Fashioned. Aufgefüllt mit Bier und etwas Chili. Silber in Spezial. Hat hier lange keiner mehr bestellt. Oh, war's mir schon. Es geht aber schnell. Na, gib mir noch einen. Na klar. Interessanterweise dreht sich der auch schon bei einem Bier. Wie ladet der? Hab ich gar nicht mitgezählt. Cassius Ryder. Sagt dir der Name was? Tattoo-Typ. Woher kennst du ihn? Alte Bekanntschaft. Wo finde ich ihn? Hattenladen in Watson. Cushions. Okay, was mache ich jetzt? Besuche ich den? Besuchen wir den? Bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ah, da. Hi. Schwere Entscheidung, verstehe ich. Ziegenbock ist mehr mein Stil. Und er wird es lieben. Ganz bestimmt. Jeremiah Grayson. Hab gehört, er arbeitet für Smasher. Aber das weißt du nicht von mir. Hey, wer warst du noch gleich? Ja, man kann sagen, wir hatten was gemeinsam. Ruby Collins. Erst hab ich sie gevögelt, dann Grace. Hat er sich das mitgenommen, das Glas? Wo sind wir jetzt? Wieder im Club?
Okay, lad. Komm noch rein. Wer bist du denn? Links oder rechts? Ah. Ich glaube, ich hab was Besseres. Hey, bist du Ruby? Ja, super. Du hast von mir gehört? Verschwinden wir. Ich sag dir, was ich gehört habe, und du sagst mir, ob es stimmt. Entschuldige mich mal kurz, muss nur noch was erledigen. Mit dir hin. Ihre Schicht läuft noch, klar? Ich warte draußen. Du wartest auf mich? Komm, wir gehen zu mir. Geht aber schnell. Hast du Feuer? Die Autos zu klauen. Okay, wo sind wir jetzt? Krankenhaus? Vielleicht rufe ich... Ich rufe... Reiß dich zusammen, Ruby. Ich muss mit Grayson reden. Spuckst du immer nach dem Aufwachen? Können wir über was anderes reden? Klar. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass du mir bekannt vorkommst. Oh, Johnny hat's dir gesagt. Ach. Klingst nicht überrascht. War ich. Aber jetzt nicht mehr. Du erinnerst dich sicher nicht. Nur an Fetzen, nicht an alles. Gott sei Dank. Er hat mich morgens angerufen. Ich dachte, du bist es. Und ich dachte, schon süß. Schade nur, dass er völlig am Rad dreht. Wolltest es selbst sehen, hm?
Kranke Neugier? Mhm. Und ich fand Johnny Silverhand. Fühlt sich komisch an, dass du es weißt. Dein Gesicht verändert sich. Du siehst aus wie Vi. Aber das fiese Grinsen erkenne ich wieder. Wie er redet, sich bewegt, raucht. Ich rauche nicht. Ich weiß. Ihr zwei seid so unterschiedlich. Also keine Sorge. Smasher, hat er dir von ihm erzählt? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er zurückkommt. Johnny hat rausgefunden, wie er ihn kriegt. Warte. Grayson? Jeremiah Grayson arbeitet für Smasher. Johnny hat den Tipp von irgendeiner Stripperin. Ebunike. Mehr nicht. Aber ich sehe, was ich tun kann. Wir kriegen diesen Hurensohn. Weißt du, was Smasher inzwischen gemacht hat? Ist nach dem Angriff auf den Saga Tower 2023 verschwunden. Alle dachten für immer. Dann taucht er wieder auf, macht ein paar Jobs für Arasaka und verschwindet wieder. Den hat seit Jahren keiner gesehen. Außer Grayson, wie es aussieht. Kann ich irgendwie helfen? In dem Zustand bist du fast nutzlos. Ich hole dich an, wenn ich was weiß. Okay. Unglaublich, dass der Bastard in deinem Kopf steckt. Ja, was für eine Nacht. Wissen, dass dir die Pillen so zusetzen. Wäre wohl nicht so schlimm, wenn du sie nicht mit Gott weiß was gemischt hättest. Du solltest der sein, dem Kotz übel ist. Tja, das Leben ist halt scheiße. Hast einen guten Moment gewählt, aus meinem Körper abzuhauen. Sei doch froh, dass du wieder die Kontrolle hast. Bin ich. Sieh mich an, bin förmlich am Tanzen. Wie eine echte Scheißballerina. Können wir jetzt endlich los? Wo sind wir? Sehr gut. Irgendwas erledigt. Kommt da unten noch was? Ah, neue Nachricht. Okay. Ich dachte, es ist vorbei, aber nö. Wo zum Teufel bin ich? An einem Ort, wo du problemlos den Teppich vollkotzen kannst. Ist ja nicht so, als ob du eine Wahl hättest. Ich fühle es, als ob wir hier schon mal waren. Hier mitten rausgeholt haben, da kamen Feinde. Hier hinten müsste eine Treppe sein. Wir sind dann hier unten hinten raus. Und haben sie dann irgendwo hingeschafft. Zack. Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ist schon lange her. Und den haben wir dann zu irgendwelchen Nomaden geschafft. Keine Ahnung. Irgendwie so, glaube ich. Echt schon sehr lange her. Genau. Ich würde meinen, wir machen diese Mission das nächste Mal, nachdem wir... Dieses Mal ein bisschen Feiermann. Warum beantwortest du den Scheiß über Geldstags?
So, Erfahrungspunkte sammeln. Und Kiste ausräumen. Genau, wir machen das nächste Mal weiter, rennen dahin und sind gespannt, was da passiert. Ich bedanke mich. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Gerne dürft ihr es kommentieren, abonnieren, ein paar Däumchen da lassen und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Chris, bye.